Jetzt die Erklärung. Ich bin jetzt aber ganz oben, kann ein bisschen lauter reden. Ich werde jetzt Christine Zettel schreiben, Zettel hinterlassen, so von wegen, dass ich sie verlassen werde. Dann werde ich ihr irgendwie einen Wecker stellen, so keine Ahnung, dass sie halt irgendwann noch aufstehen wird. Weil wir sind ganz kurz zur Info, wir waren am Wochenende in Köln im Bootshaus. Da waren wir recht lange. Da sind wir um 4:30 schlafen gegangen morgens. Dementsprechend, ich bin auch eigentlich arschmüde noch. Ich werde jetzt erstmal den Zettel schreiben und muss mir kurz überlegen, was ich schreibe überhaupt. Wie verlasse ich sie jetzt? Hat irgendjemand von euch auch aktuell so eine richtig krasse Pollenallergie irgendwie? Ich weiß, meine Nase ist 24/7 am Laufen und ich muss die ganze Zeit niesen. Das ist total richtig schlimm. Okay, anderes Thema. Liebe Chrissy. Ich habe mich heute dazu entschlossen, dass ich erstmal eine Pause von unserer Beziehung brauche. Ich melde mich, wenn ich wiederkomme. Schreib mir am besten kurz, wenn du diesen Zettel gelesen hast. Bis dann. Max. Ob sie mir das abkaufen wird? Hoffentlich. Ich bin sau gespannt, wie sie nachher reagiert, wenn sie das Ding daneben sich im Bett findet. Ich werde es nämlich wirklich abhauen, Leute. Also ich werde jetzt wirklich, ich fahre jetzt erstmal weg. Aber hab was richtig Geiles vor. Das seht ihr jetzt. Ganz kurzes Voice-Over von mir, weil ich im Schlafzimmer überhaupt nicht reden konnte. Ich musste mucksmäuschenstill sein. Jetzt wird erstmal der Zettel schön vorsichtig neben dem Bett platziert. Schön aufs Kissen, damit sie es auf jeden Fall sehen wird. Ganz leise. Okay, ich glaube, sie schläft auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen zweiten Zettel. Den werde ich zur Kamera packen. Leo, warte. Ja, okay. Mann, nicht weg, nicht weg, nicht weg, nicht weg. Leo, nein, nein, nein. Nein. Hier schlafen. Jetzt muss ich noch den Wecker stellen. Wecker steht. Ich werde jetzt wegfahren. Ich habe übrigens einen Zettel auch unter die Kamera gepackt. Den wird sie erst lesen, wenn sie die Kamera gefunden hat. Was ich natürlich nicht hoffe, aber nur kann natürlich passieren. So, let's go. Ich kann euch jetzt sagen, was ich vorhabe zu machen. Ich werde natürlich nicht einfach nur wegfahren. Ich habe jetzt vor. Okay, ich hab vor, wegzufahren. Oh shit, Mann, ich bin echt ein bisschen dumm, ne? Ihr Wecker klingelt in der Minute. Ich habe das. Okay, ich hätte den Wecker einen Ticken später stellen sollen. Egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt kurz wegfahren und Chrissy mit einer richtig fetten Überraschung nachher überraschen. Dann nehme ich euch mit und mal schauen, was Chrissy gleich sagen wird, wenn sie erstmal aufsteht. Okay, der Wecker dürfte jetzt gerade klingeln. Und der Wecker klingelt, aber es dauert auch ein bisschen, bis Chrissy ihn überhaupt bemerkt und überhaupt aufsteht. Das ist übrigens jeden Morgen so. Und legt sich wieder hin. Ich hoffe, sie findet den Zettel. Sie hat den Zettel gefunden und liest ihn gerade durch. Und geht wieder schlafen? Ey Leute, ich habe gerade ein Problem. Ich bin gerade noch unterwegs. Sie ruft mich, also Chrissy, ne, jetzt nicht mehr. Okay, sie hat mich gerade angerufen. Ich habe jetzt einmal ganz kurz geparkt und zwar, ich muss aber Chris ganz kurz zurückgerufen. Sie hat mir einfach während der Fahrt gerade angerufen. Sprich, sie ist auf jeden Fall wach. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gerade macht. Ich werde sie einfach normal anrufen. Oh Scheiße, ich muss jetzt so tun, als ob ich ja voll weg bin und so jetzt, ne? Ja. Na? Na? Was gibt's? Du hattest mich angerufen. Wo bist du? Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber ich habe dein Auto genommen und bin kurz ein bisschen rumgefahren. Wo bist du? Hier ist gerade auf dem Parkplatz, weil du gesehen hast, dass du mich angerufen hattest eben. Wo genau bist du? Auf dem Parkplatz. Wo? Irgendwo auf der Autobahn. Wohin bist du gefahren? Ich bin einfach losgefahren. Wieso? Hast du den Zettel nicht gelesen? Doch. Und? Sehr witzig. Wo genau bist du? Ich hab nicht mal viel Tank, ne? Stimmt. Musst du tanken gehen? Kannst du mir mein vollgetanktes Auto wieder zurückbringen? Ich schreib dir später nochmal, okay? Nee. Nicht okay. Bis später. Du legst jetzt nicht auf. Du kommst jetzt sofort hierher. Gib mir noch Hausarrest. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Habe ich im Schlaf irgendeinen Alarm gesagt oder so? Warte ab. Hä? Ich leg auf. Nein. Doch, ich leg jetzt auf. Nein. Du sagst mir erst mal, was ist. Bis später. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, damit ich nicht auffliege, weil es soll ja noch eine Überraschung werden. Oh, sie hat mir geschrieben. Oh, sie hat mir diesen...
diesen wütenden Smiley gesteckt. So, ich muss jetzt los! Kurz in den Real reingegangen und hab jetzt so zwei Ingwer-Shots schon mal geholt für Chrissy und mich. Die mag ich jetzt zwar nicht so gerne, aber das war immer ganz funny. Ich muss irgendwas Cooles für Chrissy finden. Ey, ihr wisst gar nicht, wie gerne Chrissy die Dinger hier ist. Feiert die auch jemand von euch? Und dann auch noch diese Maxi-Knüsse. Die liebt sie auch total. Chrissy räumt hier ganz vorbildlich gerade schon mal das Schlafzimmer auf, macht das Bett, räumt ihre Klamotten weg. Habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, also dass sie das erstmal direkt macht, wenn ich weg bin. Und Leute, wisst ihr, was ich jetzt für Chrissy auch noch holen werde? Zwar ihre Lieblingschips. Diese Kia-Erbsen-Chips fährt sie komplett. Ich glaube, sie wird sich später sehr drüber freuen. Sehr witzig. Die erste kleine Überraschung habe ich jetzt schon mal geholt und ich bin sau gespannt, was Chrissy nachher so zu Hause macht alles. Wenn sie nämlich den zweiten Zettel noch findet, dann könnte es ein bisschen lustig werden, weil spätestens dann nämlich wird sie gecheckt haben, dass sich das Ganze hier um ein Video handeln wird. Ich glaube, sie wird nicht begeistert sein, wenn sie das sieht. Aber jetzt ab zur zweiten Überraschung. Ich habe nämlich vor, gehabt, so ein richtig geiles Frühstück so zu holen, einfach keine Ahnung, vielleicht sogar im Bett frühstücken, je nachdem, ob Chrissy noch im Bett ist gleich. Ich hoffe, sie wird sich drüber freuen. Würdet ihr euch drüber freuen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann euch mal kurz sagen, was ich auf den Zettel draufgeschrieben habe. Ich habe sowas ungefähr draufgeschrieben, wie von wegen, dass wenn Chrissy den Zettel findet, sie gerne die Wäsche abhängen kann und meine Schuhe putzen kann, die im Badezimmer noch stehen. Darf kannst du die Wäsche machen und deine Schuhe putzen. Du bist gemein. Ich bin wieder zu Hause. Okay, mal schauen, was Chrissy macht. Hi, na? Da bin ich wieder. Hast du mich vermisst? Ey, komm, ey. Ich bin zurückgefahren. Ich hab dich so sehr vermisst. Ah, du hast die Kamera entdeckt. Also wusstest du, dass ich wiederkomme wahrscheinlich. Wie ich aussehe. Du siehst wunderschön aus. Kann ich dir zeigen, was ich hier mitgebracht habe? Du hast Schluss gemacht. Jute? Du hast mit dem Schluss gemacht. Hab ich gar nicht. Doch. Nein. Doch. Hä, das stand da nirgendwo. Doch. Wo hast du das zwischen den Zeilen gelesen? Ja, komm, ich hab was mitgebracht. Ganz viele tolle Sachen. Mach. Ich schraub das direkt auf und sprühe es dir ins Gesicht. Hast du meine Sachen umzusammengepackt? Oder warst du froh, dass ich nicht mehr da bin? Hat Chrissy eine kurze Auszeit für mich. Auch nur kurz, aber hier bin ich wieder. Ich habe ganz coole Sachen für dich geholt. Ja, guck mal, da hat er mit. Habt ihr das leichte Grinsen gerade gesehen? Leute? Nein. Ich glaube, sie freut sich sehr darüber. Ich will sauer auf dich sein. Ja, kannst du aber jetzt nicht mehr. Kannst du einfach. Doch. Das für mich. Hey, das, Chrissy, oh, hast. Noch einer. Chrissy, ich habe sogar hier Ingwer-Schutzlose mitgebracht, damit ein bisschen was Gesundes zur Abwechslung ist. Du freust dich doch ein bisschen. So ein bisschen freut er dich da gerade. Was guckst du so übel skeptisch? Sieht komisch aus. Ja, okay, vielleicht der Transport war nicht der beste, sagen wir es so. Die Überlegung, wollen wir im Bett frühstücken heute oder erstmal hier? Nein, ich hab das Bett schon gemacht. Egal, hygienisch ist mit Kräutern so. Der hat doch nicht mal auf, glaube ich. Lasst mich jetzt wissen, wie ihr die Überraschung findet. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann, euer Max und ciao!